Query. Hier habe ich's. Alright, liebe Freunde. Da würde ich sagen, starten wir gleich rein. Es ist basically ein Horror-Story-Game. Ich bin mir gerade nicht sicher, von welcher Reihe es kommt. Aber ich glaube, es ist von denselben Machern wie Until Dawn. Kann das sein? Die Beschreibung ist auf jeden Fall Adventure und Horror. Von 2K. Ich glaube, 2K hat auch Until Dawn gemacht. Und das ist, ich bin gespannt. Also ich bin positiver gestimmt gegenüber Adventure Story Game Horror. Tut dir mal nah an. Muss ich für Twitter klippen, das war zu gut, bin fast gestorben vor Lachen. ups. Sieht noch nicht ganz so richtig aus, das Format hier. Auch dass hier meine Facecam fehlt, ist so semi-optimal. Erstmal das Overlay hinmachen. Alright. Also, ich bin positiver gestimmt zu Horror-Story-Games als zu ausschließlich Horror-Games wie zum Beispiel Outlast. Obwohl Outlast auch Horror-Story hat, aber mehr Horror. Deswegen, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich stimme allem zu. Ich gebe euch mein Kind. Streamer-Modus aktivieren. Ja, sehr gerne. Geil. Nice. No copyright music. Cool. Neues Spiel. Wait, danke schön für die 15 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Pat Simpson, danke schön auch dich für die 13 Monate. Suffkopf für die 10, Jay für die 10 und Blank für die 5 Euro. Vielen lieben Dank. Auf geht's, Chat. Es geht los. Eine neue Reihe beginnt. Eine neue Reihe beginnt. Wieso nicht, Uber? Wrapped up in my lover's arms, I feel it in my weary bones. I'm home, but nothing's ever what it seems. There's darkness in the Oh, ghost of jeder dreams. liebt dunkle Wälder. Obwohl es echt chillig sein muss, da lang zu fahren, tatsächlich. Oh, es laggt. Oh, Sekunde, warum laggt es denn so sehr? Es laggt, es laggt, es laggt. Okay, warte, dann tue ich mal ganz kurz ein paar Sachen ausschalten. Sekunde. Ich tue mal ganz kurz den Launcher. Alter, wieso kann ich den Launcher denn nicht an- und ausmachen? Wow, die Qualität ist krank. Aber sobald das da Video zu sehr abspielt, lags. Das heißt vermutlich. Aber wo komme ich denn hier in die Einstellungen? Ah, hier. Obwohl, wenn die Cam laggy ist, das wahrscheinlich am PC liegt. Aber wir probieren es einfach mal. Grafik. Vollbild. Ich glaube, besser funktioniert. Mit Fenster. Fenster. Rahmenlos, meine ich. V-Sync ist ein. Ich mach's mal aus. Framerate auf 30 begrenzen. Hat gerade jemand im Chat geschrieben, könnte helfen. Ich versuch einfach mal V-Sync auszumachen. Wir können die Framerate auf 30 machen. Dann dürfte es auf jeden Fall gehen. Ansonsten ist alles auf hoch und fast sogar auf Ultra. Wenn hier Bewegungsunschärfe ist, kann ich die direkt rausmachen, weil da wird mir immer schwindelig. Aber ist nicht drin. Hey, wir probieren mal. Wir gucken mal, ob es so geht. V-Sync eigentlich gut. Außer in Minecraft. Okay, dann lassen wir es mal ein. Okay. Speichern. Immer wenn man was speichert, leckt es immer kurz. So. Hat bei mir auch Todes gelaggt. 3 Minuten Tutorial fixed it. Okay, wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Ist jetzt gut, ne? Ja,
Habe ich gerade auf Standard zurückgesetzt? Ich habe Reset gemacht? Ehrlich? Okay, sag mir, wenn es wieder laggt. Ich weiß jetzt. Oh Gott. Ich habe jetzt schon Schiss. Okay, ich muss mir Socken anziehen. Auf jeden Fall muss ich mir Socken anziehen bei diesem Horror-Game. Das funktioniert sonst nicht. Sonst greift was meine Füße an. Oh Gott, ich erschrecke mich jetzt schon. Es hat doch gar nicht angefangen. Alles gut. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Okay, die German-Sync ist ein bisschen shitty, aber okay. Nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. Trimax. Das ist diskutabel. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder CTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ah, okay, ja, nach oben ist W. Nicht schlecht. Okay, danke. Mit WASD machen wir das Ganze, I see. Man verwirrt, weil da kein W stand. Das gehört sicher zur rustikalen Deswegen dachte ich, Pfeiltaste nach oben, aber es weh. Ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Ich dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenbrauen schwindelig wird. Wieso ist das so typical straight couple, die so die ganze Zeit streiten und sich eigentlich hassen? Mann, mein Leben wäre so viel besser ohne meine Freundin. Okay, wollen wir ganz kurz, die Synchro auf Englisch mit Untertiteln stellen oder wollen wir es auf Deutsch lassen? Ihr könnt bitte einmal jetzt im Chat abstimmen. Vielleicht könnt ihr kurz eine Abstimmung machen, ob wir auf Originalvertonung machen wollen mit deutschen Untertiteln. Bitte könnt ihr einmal entscheiden. Das auf Deutsch ist lustig. Könnt ihr gerne entscheiden. Für mich ist es relativ egal tatsächlich. Deswegen am besten eine Abstimmung machen. Und vielleicht können wir den Titel noch ändern in Story Horror Game, The Quarry Story Horror Game Abend. Ihr könnt da oben abstimmen und dann tue ich es umstellen. Ich bin dabei. Ah, Englisch mit deutschen Untertiteln geht nicht. Die Option gibt's nicht. Oh, dann bleiben wir wahrscheinlich bei Deutsch. Flyer nehmen, Karte nehmen. Ich nehme die Karte. Ah, voilà. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! BSD, 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 BSD! Idiota! Oh Gott! Habt ihr es gesehen, Chat? Habt ihr es gesehen? BSD!
Okay, ist tatsächlich besser, dass es nicht, dass es mit rechts, links, oben, unten gekennzeichnet ist und nicht mit WASD. Das macht es für mich mit WASD-Schwäche deutlich leichter. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Ich weiß nämlich auch nie, wo WASD ist. Ich muss mir immer das merken anhand. Ich muss immer drauf gucken oder mir die Reihenfolge, Reihenfolge merken. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Oh Gott. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mensch, habe ich da wenig Bock drauf. Was siehst du? Phil, danke für die 13 Monate. Vielen Dank. Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Oh Gott, das muss ich jetzt machen. Meine erste Aufgabe, Chat. Oh nein. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Hier ist doch wahrscheinlich das Werkzeug, oder nicht? Tutorial freigeschaltet. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier gefunden? Ein Zettel? Sieht für mich nicht aus wie das Werkzeug, aber man kann es ja trotzdem mal anschauen. Rejected. Oh, der wurde abgelehnt in der Universität. Da ist auch der Werkzeugkasten. Hey, danke, wir Schatz. Haben den Werkzeugkasten. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Ja. Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Kannst du die Kämme ein wenig kleiner machen, bitte? Ich mag kein offenes Feuer. Tatsächlich ungern, weil die in jeder Szene genau dieselbe Größe hat. Obwohl, in einer kann ich es anpassen. Kann ich gleich machen, ja. Überall ist besser als hier. Oh Gott. Hallo, sag's ihm, dass da jemand ist. Da ist jemand. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. H-Omega, dann zu Boot fast. Beeil dich. Mein Gott, Max, beeil dich! Das war entgegenkommend? Ich gehe mal ganz kurz in die andere Szene mit der Cam, Sekunde. Aber das war die entgegenkommende Variante. Oh, perfekt. Das war die entgegenkommende Variante. Da, wo ich ihn anschreie. Mach doch, Max! So, hier ist die. Was haben wir hier vorher in der Szene gemacht? Was war das hier? So, ich packe hier die Game-Aufnahme rein von The Quarry. So. Wie wär's mit dem Pulsmesser? Ja, ich glaube, den finde ich jetzt nicht. Den möchte ich jetzt nicht anschließen. Ich denke, so ist ganz gut mit Cam. Ich glaube, das passt. Kann auch noch ein bisschen croppen. So. Alright. Licht aus. Oh, hell no. Ich kann euch das ausmachen. Schreibe in 3 Tagen nach. Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft?
Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich hab was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Eine Frau gerammt? Okay. Oh nee, wieso gehe ich denn jetzt da in dieses... Die Frau ist in einem Kleid da rumgelaufen, der ging's gut. Okay. Viel Glück mit der Karre. Oh Gott, jetzt geht sie alleine da lang. Das ist wirklich der Anfang eines jedes Horror-Games oder Horror-Abends, wirklich. 1:1 this. Hi, ist hier jemand? Hi. Harum Scabum. Hexshow. Brücke Q zum Ansehen. Okay. Habe ich gefunden, sagt mir noch exakt nichts. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein. Es wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwas angesenkt? Mhm. Kann ich das irgendwie an der Seite versuchen? Nee. Ups. Hier noch was? Nein. Nur Varum Sagum gefunden. Ich weiß nicht, ob ich gerne alleine so tief in den Wald gehen möchte. Problem ist auch, ich habe mich an dem Punkt, wo wir jetzt hier sind, auch schon verlaufen. Ich gehe nochmal kurz zurück auf die andere Seite, weil da ist so viel los, da verlaufe ich mich. Ach, guck mal, da haben wir noch... Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Entfesselungskunsttruhe. Mhm. Okay. Ja. Die Handschellen stecke ich mal eben ein. Super. Mami, Wanderhexe. Oh Gott. Hier gefällt's mir nicht. Okay, was sehen wir hier? Was zur Hölle? Sieht extrem weird aus. Das sieht aus, als würde man abgestochen, wenn man da rüberläuft. Ein kaputter Käfig. Ja, lass mal nicht draufgehen, oder? Irks. Echt merkwürdig. Ich find's nicht gut, dass ich hier gerade alleine rumlaufe. Wirklich, seit man... Oh Gott, jetzt kommt der Jumpscare, der erste. Nein, doch nicht. Da war eine Cutscene, eine kurze Cutscene. Ah. Ich muss wieder zurückgehen zur Silence, Frau. Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte nach Hause. Bestimmt eine Englischlehrerin. Ich möchte nach Hause gehen. Bitte.
sind sie! Silent! Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich Küchen-Events machen. Aber ich bin bereit. Silence. Auf geht's. Oh mein Gott, sie ist hinter mir. Die Alte ist hinter mir. Oh mein Gott. Was war? We got it, we made it. Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich Hase, konnte... Hase, atmen. Es ist okay, im Wald, da ist viel Hase, unterwegs. Hase. Da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Einfach Auto gefixt. Okay. Er war kurz eine komplette Autowerkstatt. Vollschaden, ja, Autos wieder repariert. Wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Oh mein Gott, was ist das nur für eine Scheiße? Oh nein, Auto stuck. Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Laura, das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Bitte fahr, Bruder, bitte. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind... Nein! Oh, fuck. Oh mein Gott, wer ist er denn? Mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Better Call Saul? Wie geht's Ihnen heute Abend? Nee. Ist Ihnen was passiert? Nee, was ist... Nein, was ist das für eine Stimme? Olaf Scholz. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Ja, Wir sind ehrlich. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und... Jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Wieso actet sie so sass, auch wenn sie nicht lügt? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß das nicht. Das ist Olaf Scholz, ist der einfach. Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Camp. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. No front, aber ich meine Sie. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Man sieht die rechte Antwort nicht. Harbinger Motor. Sekunde, passe ich euch eben an. Immer wenn ich raustabbe, tut's kurz freezen. Das komplette Bild einmal freezen.
Ich will doch nur OBS auswählen. Bruder, bitte. Junge. OBS. Ah, hier. Vielleicht hier? Das sollte fein sein. Ich mach mal ganz kurz bei mir Fenster auf, weil mir ist ein bisschen zu kalt. Zu warm. Stickig. Nicht zu kalt, zu warm, zu stickig. Aro, ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Oh mein Gott. Wieso nicht zum... Bei allem Respekt, Sir. Wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Gruselig. Okay. Gruselig. Geht klar. Marv, sagen wir die 24 sie Monate. Bleiben im Wagen. Oh mein Gott. Schon okay, kein Ding. Okay. Und so jemand ist unser Bundeskanzler. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel... ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Sie gibt mir den falschen Punkt. Ich bin sicher, das Personal... hat genau dieselbe Narbe auf der Lippe wie ich. Zeigt es Ihnen. Gleich am Morgen. Der ist richtig weird, Alter. Richtig weirder Typ. Oh Gott, seine Augen sind basically schwarz. Oh mein Gott, der ist so creepy. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Aber meine Ahnung ist, dass der Typ nett ist. Meine Ahnung ist, dass der Typ normal ist und einfach nur super creepy wirkt, weil die erste Person, die man in dem Spiel trifft, ist meistens super fucking weird, aber... die will was Gutes für einen, sonst würde der uns nicht zum Hotel schicken. Und er will nicht genau nachschauen, ob da jemand angefahren wurde, weil er weiß, was in dem Wald spukt. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich ein normaler. Wieso sitzt der Kerl noch da? Ich will schon wieder overanalyzen einfach. Ich sag, dass der unheimlich war. Ach, dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... was? Blut? Oh mein Gott. Netzi. Kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh, fahr los, Bruder, fahr los! Bitte fahr los. Okay. Bitte fahr los. Ab auf die Straße. Ja. Ich denke, bitte ich hatte genug los. Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen bitte Dank. Fahr oh, los. Ja. Wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach... ha, also gib Gas. Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf. Ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Bitte lass uns ins Motel. Hast du wirklich lieber auf irgendeinen oh, gruseligen nein. Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Ja, oh nein. Nein, das klingt schrecklich. Also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Oh no. Oh no. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Classic MILF Hunter. Thank you.
Wieso gehen sie aber nicht zum Hotel? Ich wäre so sehr ins Hotel gegangen an deren Stelle. Wieso müssen wir denn zu diesem gruseligen Waldunterstupf gehen? Ma. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Boah, die zicken sich aber schon mies an die ganze Zeit, oder? Max, komm schon zurück. Oh, wieso haben die dauernd so Streit? Toxic Beziehung, Alter. Ist irgendwer daheim? Einfach einbrechen. Durchs Fenster. Da ist die Frau vom Wald von gerade. Na, dann schauen wir uns mal um. Was mit dem Fenster hier? Okay, Max macht anscheinend Musik an. Ob das so der Way to go ist? Weiß ich nicht. Erkennt ihr, was da rechts ist, oder ist es bei euren Monitoren auch komplett schwarz? Ich finde es ein bisschen dunkel. Ich würde gerne ein bisschen heller machen. Ist aber euch auch schwarz. Meinte, ich sollte das ein bisschen... Ich habe auch links gemeint statt rechts. Aber ich dachte, wenn ich es jetzt noch verbessere, ist eh schon zu spät. Hier ist auch nichts. Ich meine, das Spiel müsste ein bisschen heller sein. Soll ich ein bisschen heller machen? Schon ein bisschen heller, oder? Ja, was passt schon. Bisschen heller. Bisschen heller. Bisschen. Bisschen heller. Ich habe letztens so ein Meme gesehen von so zwei Arten von Horror-Game-Spieler. Eins, zwei. Und ich bin auf jeden Fall zwei. So. Jetzt kann ich das nicht richtig sehen. Nur ein bisschen. Ja. Ja. Wir sind nicht bei 1080p, das stimmt. Wieso sind wir das nicht? 1920 mit 1080? Noch eins mehr? Ja. Das hat jetzt aufgehört zu laggen, meint ihr? Es kann natürlich sein, dass es deswegen aufgehört hat zu laggen. Hat auf jeden Fall noch was geleuchtet. Wieso hört das jetzt so auffällig laut Musik? Hier ist eine Karte. Treehouse. Jetty. Boathouse. Carpark. What doesn't kill you makes you stronger. Fine. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little longer. Unterschrieben von Contra K. Okay. Mir ist gruselige Musik. Oh. Im Spiel schon Tag geworden. So viel heller habe ich es jetzt auch nicht gemacht, Chat. Ist da jemand drin? Hey! Ach du heilige Scheiße. Hey, ist alles okay? Ach du heilige Scheiße. Oh, nee.
Bruder, bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Oh mein Gott, kann ich bitte auf Max warten? Wir holen sie gleich da raus. Pinguin, danke für die 11 Monate. Ah! Sorry, alles warte, gut. Was ist das? Boah, ich hab gar keinen Bock. Gesagt. Oh Mann. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Ich gehe da nicht rein. Oh mein Gott, ich gehe da nicht rein. Okay, dann... Ich gehe da nicht rein. I guess... Weiß nicht, was wir nehmen wollen, den... Ich komme mit nichts davon gut rein. Vielleicht kann ich mit dem Schraubenschlüssel noch irgendwie hebeln? Sicher? Ja, das war online. Hi, Maron. Hi, Jean. Hi, Maus. Mann. Boah, bin ich cool. Soll ich helfen? Ja. Können wir einfach zum Motel gehen? Oh. Du kennst Evil Dead, oder? Oh, ist wieder laggy. Ich glaube, wir müssen deswegen runterstellen, weil es jetzt wieder laggy ist. Ja. Könnt hier noch ein bisschen was runterschrauben. Findest du immer schön, dass die Hocheinstellungen legit immer Einstellungen sind, mit denen, also die nicht machbar sind. Ja, ich hätte schon wieder ein Vollbild, weil ich tue es mal wieder ändern in Borderless. Ja. Ich meine, 3080, ja, das sind halt, das ist das mit den Games, dass ich nicht verstehe, warum die Games immer so gemacht sind, dass man mit der fucking 3080 das teilweise nicht nur auf 30 FPS sind Sie hier? Spielen kann. Existieren Sie? Oh Gott. Hey, pass bloß auf. Wieso geht Max nicht mit? Erklär's mir doch, Max. Warum kommst du denn nicht mit? Erklär doch! Ian. Wirklich, Max ist so ein Weichei. Blutiges Halsband. Das war ein Halsband, kein Armband. Okay. Oh mein Gott. Max? Wo ist Max? Ich gehe zurück. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Hase. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Blut. Hilfe.
Hilfe. Ich blute stark. Max, helfen! Natürlich helfe ich Max. What the fuck? Dass ich meinen Freund jetzt zurücklasse. Okay, Max, du blutest stark, aber hattest du schon mal deine Tage? Max, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle, wenn du sagst, ich darf die Chips nicht mehr essen. Ich wusste's. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Every little movement, every little thing you do. Ja, der ist nett. Is it slight of hand? Das ist ein netter Typ, Jungs. Freundlich und nett. Ja, das war's. Ich hoffe, dass das The Quarry Let's Play euch gefallen hat. Das war echt, war nice. Ja. Best Ending. Ich glaube immer noch, dass es ein Lieber ist. Ich bin nicht naiv. Call me naiv. Ich glaube, der musste Max töten. Weil er sich jetzt in einen Zombie verwandelt oder so. Alex, danke für den Prime Sub, herzlich willkommen. Ja, wir hätten ins Hotel gemusst. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne ins Hotel. Die Mucke auf jeden Fall sehr passend. Ich bin dann am überlegen, ob wir VOD-Musik einfach ausmachen, dass VOD nichts hört. Aber stattdessen wir, Hallo, mein Kind. Oh, eine neue Erzählerin. Herzlich willkommen. Die normale Musik haben. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Smash. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Aber wieso so nah? Dieses Unbekannte. Wieso so nah? Dich ist aufregend, ja? Und furchterregend. Okay. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir. Wie okay. Du auch mir hilfst. Mhm. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wir sind doch jetzt Freunde. Also ich hätte... Oh nein. Ganz am Ende, wo ich noch hätte weitergehen können, hätte ich bestimmt was finden können. Aber ich hatte Angst. Wie bin ich zurückgegangen? Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Marlon, danke dir auch für den Sub. Dankeschön. Die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann, konkret. Weil jetzt ist mein Freund tot. Und ich habe eine Spritze in meinen Hals bekommen. Und egal, was da drin war, ich glaube, es kann kaum gesund für mich gewesen sein. Mach mal ganz kurz, es tut mir leid an alle VOD-Andys. Wir machen den Streamer-Modus aus und ich tue mein VOD muten. Jetzt kommt, die richtige Musik. Vielleicht ist es auch dieselbe. Es ist dieselbe. Das mutet auch Game-Sounds, ja.
Wir können auch VOD-Musik anlassen. Dann wird halt vermutlich das komplette VOD gemutet teilweise an den Stellen. Ich glaube, ich würde keinen Copyright-Strike bekommen, though. Weil ich glaube, von so dieser Game-Musik, die würden da jetzt nicht, I don't know, Travis Scott laufen lassen. Deswegen kann man es anlassen, denke ich. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute geht es um unsere 7. Villa in Spanien. Dann. Ich und so. Wir sehen uns, Kids. Yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Romantikalypse. Sie kommen darüber weg, wer weiß. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Schule, der Typ sieht echt aus wie Orange Morange. Dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzweck nie wieder. Jetzt ist mal ein Casino-Stream ballen. Du hast gelauscht? Na komm schon, durch diese Wände hört man jeden Flur husten. Okay, ich hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist so viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Okay, dann gehen wir mal wieder gucken. Was sollte ich jetzt holen? Noch gepackt. Ich rede mal ganz kurz mit dem Dude, der da depressiv am Eingang von diesem gruseligen Ding sitzt. Einfach nur, um zu gucken. Natürlich wird es instant überkrass dunkel, wenn man hier ist. Außer an der Stelle, wo er sitzt. Hi, was geht? Hey, was hörst du da? Interessant. Macklemore. Okay, der hat anscheinend keinen Bock mit mir zu reden, aber das ist in Ordnung. Ich sehe auch aus wie der größte Douchebag. Wahrscheinlich zwinge ich andere Leute ihr Bier zu Tornadon. Und wenn sie es nicht können, lache ich sie aus und mache es dann selber und sage, so sieht ein echter Mann aus. Von daher verstehe ich, dass die Leute vielleicht keine Lust haben, mit mir zu reden. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht... Dylan, hey! Sorry, Bro. Tono Wall. Gut, also Dylan hilft nicht. Hier ist auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo das Gepäck ist, was ich jetzt holen soll, tatsächlich. Ich sollte doch zu Emma gehen. Seit 1953. Summer Camp, Hackett's Quarry. Das ist ein Hinweis, den ich entdeckt habe. Okay. Oh, schön ist es hier aber. Wenn hier keine Psychotanten chillen und keine Olaf Scholz in gruselig. Mann. In noch gruseliger. Hier will man doch gar nicht mehr weg. Ist ja wie aus dem Bilderbuch. Jetzt erstmal in die Slots. Kann ich hier rein? Nein. Die Fenster gucken. Das war anstrengend? So anstrengend war das jetzt wirklich nicht. Was haben wir hier? Horror. Ich hasse Horror. Same. Es sieht so hart aus wie Orange Orange. Holy fucking shit. Wirklich so sehr.
Okay, hier ist nichts mehr. Aber ich bin auch gesichtsblind. Until Dawn spielt. Nee, aber ich habe alle Dark Pictures aus der Dark Picture Reihe gespielt. Little Hope. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Chat weiß das noch. Ich hab halt Until Dawn bei Kronk geschaut. Als Let's Play damals, 2000 irgendwas. Das letzte nicht zu Ende aber? Welches? Das habe ich nicht zu Ende gespielt. Das letzte mit Henke, stimmt! Ey, ihr habt recht, das mit Henke habe ich nie fertig gespielt. Ich bin... Oh, kann ich jetzt hier wieder rein? Oh, Halleluja. Stimmt, das letzte habe ich nicht fertig gespielt. Ihr habt recht. Ja. Das Gepäck suche ich eigentlich gerade. Ja, von da kam ich rein. Was waren die anderen, die ich gespielt hatte? Little Hope mit Kevin? Und eins habe ich noch mit Karl gespielt. Und das mit Henk habe ich nicht durchgespielt. Man of Medan, Man of Medan, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ja, das hatte ich auch gespielt. Was mit ihm hier? Wieso geht's ihm so schrecklich? Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... Zwei, es war echt witzig. Zwei? Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H's Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! War das der Polizist? Ich weiß nicht, was mit Karl los ist, Chat. Ich habe mit Karl auch ganz lange nicht mehr gequatscht. Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jack. Ja, seit meiner neuen Nummer habe ich mit dem nicht mehr geschrieben. Mach auf, Dylan. Keiner weiß das so recht. Ja. Hat ja öfter gesagt, dass er ab und zu halt mit Mental Health struggelt und so. Und ich glaube, der braucht einfach seine Pausen. Der braucht einfach ein bisschen seine Ruhe, um mit seinem Leben besser klarzukommen. Und ich denke, der wird sich schon melden und zurückkommen, wenn es ihm besser geht. Mental Health Shit ist schon... sagt schon hart, wenn es einem nicht gut geht. Und es macht auch wenig Sinn zu streamen, wenn man Shit Mental Health hat und dann das Gefühl hat, dass man alle anderen Leute nur runterzieht, wisst ihr? Streaming ist nur was funktioniert, wenn du... in zumindest alright Mental Health bist. Ah, da ist mein Gepäck. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das gefunden habe. Aber ich glaube, ich habe auch alles hier gefunden, glaube ich. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay. Was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Das Jake, was für eine Dynamik zwischen den beiden? Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, was... Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Bin ich Ryan? Ah, sexy, hä? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Ich raff's noch nicht. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla.
Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so, Jacob. Sogar mit dem Blick, ha? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Sie haben den Zehn-Joke eingebracht, Junge. Oh Gott. Okay, ja. Okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Aber check. Ist okay. Auch was zwischen den beiden, oder? Da kommt so eine Wolke von Eifersucht rüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Oh. Guck, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest, du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh klar, wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Oh mein Gott. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr oder vielleicht den Verteiler sabotieren. Macht er nicht, oder? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Macht er nicht. Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Was? Ich habe jetzt die Wahl zwischen Arschloch und Hurensohn? Das Recht hört sich leichter zurückgängig zu machen an. Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht, ist nicht sein Ernst, what the fuck? Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Ganz unauffällig, auch wenn gleich das Auto Alter, nicht mehr geht, bitte, oder? Tu's nicht! Hier, fang! Oh, Nick! Boom. Oh, wie geil ist das? Oh Mann, guter Fang. Freak. Oh. Orange, Orange. Dabei. Orange, Orange. Ihr seid allesamt Freaks. 1:1, wirklich. Holy oh, shit. Endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Freundlich ist wenigstens hatte ich eine Beziehung. Genervt wäre Hals, Maul. okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, 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 genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Hm, du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Mhm. Okay. Süß ist es aber da, richtig süß, wirklich. Ja, die hassen... Guck mal, da bin ich! Die Haare! Einfach meine Friese!
nicht ich. Mami, danke, Niklas. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. Was ist eine Lisa und Lukas Kette? Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Wisst ihr, wie die aussieht? Von Modern Family, die jüngere Tochter, oder? Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Wartet, wenn es wieder rangezoomt hat. Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen Alex. Meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Ach so, das ist sie? Sie ist die Schauspielerin? Oh man. Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Caitlin ist auch die von Zack und Cody. Oh, cool. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Weg gewählt. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Okay, es war anscheinend jetzt nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör Emma auf. Emma ist stolz auf dich, ist die Konsequenz. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Oh. Das war doch klein Izzys. Süß. Ich will ein Spiel spielen. Wir nehmen es mit. Du gehst zurück zu Izzy. Ich wäre traurig, wenn mein Kuscheltier dagelassen wird und es mir jemand nicht mitnimmt. Ich nehme es mit. Weg aktualisiert. Okay. Weiß ich, ob das jetzt gut war. Okay, hier ist nix. Boah, Rechts-Links-Schwäche kickt hier anders rein, wenn diese Kameraperspektive immer wechselt, Junge. Ganz schwierige. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Freakshow, was steht da? Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der Northkill Gazelle. Gazette. Ich kann nicht lesen. Sieht nicht gerade aktuell aus, da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Gazelle. Okay, ist noch ordentlich was zu erkunden. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Man kann mehr lesen, wenn man die Sachen öfter aufhebt. Tatsächlich. Dutzende Tote nach Wanderzirkusbrand. Ich lese euch vor, weil ihr es nicht sehen könnt. Dutzende Tote nach Wanderzirkusbrand. So groß die Vorfreude auf den Wanderzirkus Harum Scarum in den Hackettwäldern war, so groß ist auch das Entsetzen über die Tragödie, die sich gestern Nacht ereignete, als eine Feuerbrunst durch die Attraktion fegte und alles in nur wenigen Minuten zu dem Erdboden gleichmachte. Bis es der Feuerwehr endlich gelang, die Flammen zu bändigen, waren bereits Dutzende ums Leben gekommen. Von offizieller Seite wurde zwar noch keine Zahl bekannt gegeben, dennoch können wir bestätigen, dass auch Sheriff Hank Miller aus Northkill unter den Opfern war. Die Brandursache ist noch unbekannt. Laut. Ich wollte es noch lesen. Laut. Zwischenbericht der Polizeibehörde von Northkill gibt es jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung. Wie es scheint, handelt es sich um einen tragischen Unfall. Trockene Waldgebiete sind bekanntlich ein gefundenes Fressen für Flammen und obwohl alle Vorsichtsmaßnahmen, vorschriftsmäßigen Sicherheitsmaßnahmen von Harum Scarum eingehalten wurden, sind solche Fälle von hoher Gewalt leider unvermeidbar. Wir sind in Gedanken bei Hanks Familie und all jenen, bei dieser Tragödie ihr Leben verloren haben. Okay, Hank, kann's merken. Auf die Frage, wie die Familie Hackett als Eigentümer des Grundstücks auf die Nachricht reagiert hat, schwiegen die Behörden. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Vorkehrungen getroffen werden, um weiteren Vorfällen in Zukunft vorzubeugen. Zudem müssen die Verstorbenen identifiziert und ihre Angehörigen benachrichtigt werden.
Die Öffentlichkeit wird gebeten, das Gebiet während der laufenden Nachforschung weitläufig zu umgehen und zu beachten, dass die Hackett-Wächter Privatbesitzer und ein lizenziertes Jagdgebiet sind. Ah, die kompletten Hackett-Wälder. Nächste Woche wird auf dem Stadtplatz eine Kerzengedenkstunde im Andenken an die Mitglieder von Harum Scarum und die Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten, die so auf schreckliche Weise gestorben sind. Einzelheiten dazu werden in den kommenden Ausgaben veröffentlicht. Ups. Die Frage ist, ist es derselbe Sheriff ist, mit dem wir gesprochen haben vorhin, der gestorben, also dessen Familie gestorben ist oder der angeblich gestorben ist. Auf jeden Fall ist ein Sheriff gestorben. Ja. Aber vermutlich nicht der. So, wo sollen wir jetzt hin? Ich habe komplett absolut keine Ahnung. Vorhin ist kein Wort. Schade. Der Charakter ist wirklich, also von der Frisur her ist wirklich mein Charakter. Aber ich weiß nicht so ganz, wo ich hin muss jetzt. Oh, hier ist noch was. Jakob plus Emma. Forever. Ouch. For summer. Ich sollte Jakob besser nicht sehen. Pain. Oh, was habe ich da gefunden? Was ist das? Ist das Dylans? Okay. Kann ich auch in die anderen Dinger reinschauen? Mal gucken, ob ich auch hier reingucken kann. Na, hallo, kann ich hier rein? Nein. Okay, hier geht's irgendwie nirgends lang. Ich kann den Sportplatz vielleicht. Nee. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Bin ich hier zum Haupthaus? Ist hier was offen? Lea, ich danke dir. Wenn du auf Escape drückst, schau dich zum letzten Mal bei den Hütten um. Okay, also habe ich noch nicht alles gesehen anscheinend. Ich habe mich noch nicht gescheit umgesehen. Ich muss hier mal zurück in die Hütte, weil ich da was übersehen habe. Hier ist noch was. Wegweiser. Okay. Da läuft sie so aggressiv, weil ich auf Sprinten drücke. Und das ist ihr Sprinten. Bisschen wie bei mir. Erstmal joggen gehen. Ich schaue erstmal, ob da noch was drin ist im Haus. Ich habe irgendwas übersehen. So. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin schon wieder hier. So, hier war ich schon, habe alles gesehen. Hier war ich schon, hab alles gesehen. Ja? Kann ich nicht wirklich was erkennen? Das habe ich schon gelesen. Hm. Also hier habe ich hier doch alles. Können wir mal schauen, was da hinten ist. Es bin aber auch nur ich, die so weit vorne im Storygame nicht weiterkommt an so einer Random-Ass-Stelle, oder? Ah? Bin ich hier richtig? Seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ah.
Okay, das war's. Mehr wird mir da nicht gezeigt. That's it. Für Pokémon 7 Jahre gebraucht, also alles gut. Da vorne war noch jemand, da kann ich hin. Ich glaube, in die Häuser kann ich nicht rein, weil sonst müsste ich ja an jedem einmal testen, ob ich da rein kann. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der way to go. Da hinten stand noch jemand da, da in die Richtung. Da will ich gleich nochmal schauen. Und ansonsten... Ah, da. Ah, das ist das andere Mädel. Mädel ist auch so ein ganz komisches Wort, oder? Hi, Mädels! Und aggressiv hinlaufen. Ja, 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 ja. Catwalk, ja, ja. Huh, ich laufe schnell. Rechts, links, Arme schwingen. Ich bin bereit. Kann es losgehen? Ja. Ja. Let's go, oder? Los geht's. Mit so einem coolen Kart, Kart... Auto. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Endlich wieder Insta-Bilder posten. Dramatisch, anstrengend. Selbstsicher. Golf-Caddy. Das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Sie ist genau wie jeder Influencer in Filmen dargestellt wird. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Endlich wieder Insta-Bilder posten. Oh yeah. Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Oh mein Gott, Lukas hat mein Bild geliked. Mm. Wow, 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 wow. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. War flinkst. Cowgirl? Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Nice. Warum nicht E-Mail? Es ist genau derselbe Charakter wie in Modern Family, Alter. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Okay. Kann ja nichts passieren im Horrorgame, oder? Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Alter. Ich fand es ganz schön, offline zu sein. Krank. Ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ah, gut, ist doch so klar. Sie ist Influencer. Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ah. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Das war so klar. Actual Chat, wenn ich 1 Monat im Januar Pause gemacht habe. Mein Lieblingsplatz. Toni, komm zurück, wir werden dumme. Die Insel. Der Januar-Incident. Ist das Rauch? Oh, shit. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor Clueless. Er... Naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Ist bestimmt Apropos, gewollt so. Wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls denn nicht. Relativ, dann kriegen 20 Monate. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick, wartet. Alle. Stimmt. Da werden wir beobachtet.
Uncanny Valley hits hart. Ich finde nur nicht, dass wir beim Uncanny Valley angekommen sind. Ist okay. Ich finde, die sehen teils auch sehr, Akku, also sehr bad animiert aus. Fuck, Mann. Für 2022. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorge mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Eh. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignoriere sie, bitte. Na los. Aber wieso ist sie so besoffen auf einmal? Nur noch aber da wüsstest du so wohl gern. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Wieso sind die alle so passiv-aggressiv und unangenehm? Cool. Wenn er sagt, ich nehme das, dann sag doch danke und lass einfach. Ah, gut, Herr Knödel, danke für den Euro. Anstupsen. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Oi. Hey, wake up. Ich schreibe dir dann eine E-Mail. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Das andere in Frieden, freundlich geht's um mich? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh, sind die alle so sauer so zueinander? Aber oh mein Gott. Ich sehe aus und riech wie ein Po. Most toxic friend group, nein, Alter. Es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du das nicht? Richtig sauer, Alter. Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. So sauer. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie krepiert. Ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Besser als deine. Er hätte die Kids sehen sollen. Wieso sieht der so gruselig aus? Wieso wird sein Gesichtsausdruck immer... Wieso ist er die Definition von Clueless, Alter? Wenn sein Gesicht langsam so runtergeht, so... Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet für... Das ist aware. Leben. Okay, never mind. Ja, ich meine... Nicht ja, das. Fürs Leben. Ja. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Du
Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Okay, komisches Verhalten. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz in die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Ist schon dumm. Bitte, das ist super uncool. Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Oh mein Gott. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, ein paar jetzt Tunes. Hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Ryan okay, verliert die Geduld. Aber, steht da. Wir sehen uns am Van, okay? Ryan ist sauer. Darlene, ich denke dir auch für 9 Monate Sub. Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Natürlich. Klingt genau dann das Telefon. Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja. Immer, oder? Oh, sorry. Hallo? Komm, wir lauschen. Was? Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Mhm. Schnell, geh weg von der Tür! Sorry, ich wollte nicht... Ich wollte nicht lauschen. Alter, dumm. Chris ist von dir enttäuscht. Alter, wie dumm kann man sein? Oh mein Gott, bist du dumm. Ah, halt's Maul. Oh, der ist so dumm, Junge. Sorry, das rausschicken. Idiota. Legit Idiota. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also, was... Du wolltest was fragen? Oh, hilfst du mir nur die Hälfte der Worte übersetzt wird? Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lass ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne. Oh mein Gott, so eine ist er. Meine Mama ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Ist bei dir alles okay? Schlüssel ist weg. Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber... Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Und als Spieler dieses Spiels. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Kumbaya, my lord, Kumbaya. Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Sag schon, Chris, was ist los?
Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Der Schlüssel fehlt. Ja, macht Sinn. Na logisch, ja. Besser schnell, bevor es gefährlich wird. Der Wald ist voller Wildtiere und die Jäger kommen, sobald das Camp zu Ende ist. Gefährlich. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Die Schlüssel fehlen. Jeder liebt es, wenn man einfach Bilder nimmt von anderen Leuten, oder? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Wen erinnert mich der Typ, Alter? Oh, aha. Jetzt aber zack ich. Ich weiß es nicht. Dieser ältere Typ. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Form wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Er ist aus Scream, ja. Nee, weiß nicht, wo der mir bekannt vorkommt. Ich kenn auch den Schauspieler davon nicht. Was passiert, Mann? Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, los geht's. Was ist denn? Oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elch. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide. Shit. Komm schon, komm. Woran liegt das wohl, dass das nicht geht? Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Er ist richtig sauer. Oh, damn. Er ist sauer. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Ich muss mir noch mein Abendessen holen, Chat. Sekunde. Ich hole mir kurz mein Abendessen. Gib mir eine Sekunde. Bin gleich wieder da. Ein bisschen nervig, das nebenbei zu spielen, aber ich bin... Wenn wir noch ein bisschen länger machen wollen heute, muss ich noch essen. Oh.
Er verzweifelt. Oh, er ist richtig sauer. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Easy gefangen. Easy. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Oh no. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Wahrscheinlich hören alle da drauf, oder? Wahrscheinlich. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Die hören bestimmt auf Ryan. Schließ die Tür. Safe. Und um Gottes Willen, seid leise! Bestimmt machen die am letzten Abend keine Party. Also, was sollte Dino machen? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt Meine besser Follower rein, ja, vermissen mich. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, yo. Okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Epic win! Oh, Alter! Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Ach nö. Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Sie werden sterben. Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah, nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Nein. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Alter, er erfährt's nie. Ich weiß nicht. Nein, nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Die Gruppe Daddy. Ist von Ryan gelangweilt, stand da. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Übertoxic-Freundesgruppe. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Wenn ich einem weniger den Arsch retten muss, dann tue ich gerne einem weniger den Arsch retten müssen. Emma und ich kann gerne drin bleiben. Zusammen die Vorratskammer? Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Ja, ich bin nicht schuld, wenn die alle tot sind. Alle selber schuld. Oh yeah, Sniper. Wer sind die denn, die zwei?
Das ist ja dieser blutige Mann. Wieso tun die sich mit Blut einschmieren? Wahre Männer, das ist mein Deo. Blut von unserem Gejagten. Eggs, leather and blood. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Das ist eine Cutscene. Ich habe nicht wirklich eine Wahl, keine von daher. Karte. Du wirst dich umsehen müssen. Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Also ich hätte jetzt eine zweite Karte haben können, hab die nicht gefunden. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Okay, müssen wir uns besser umschauen und anscheinend. Suche nach meinen Karten. Okay. Ja, wir müssen uns besser umschauen anscheinend. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich gut umgeschaut, aber anscheinend nicht. Wir sitzen fest, gestrandet in der Wildnis Amerikas. Erstmal einen Vlog machen, yeah. Bleiben wir Hallo, Mensch, meine Lieben. Oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Hey, you can eat my meat. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Okay. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln. Nice Vlog. Oh mein Gott, ich hab's gleich. Hey okay? Guys, I fuck this guy. Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Und da Sekunde. Ist kein Loch. Wow. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Huh. Oh, man. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Was? Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Safe. Dann, oh. Wann Quarry-Ding gegründet wurde. Ja. Ich krieg das hin. Oh. Jackpot. Ey, große Melone. Sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Orange, hier. Orange. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Party-Time. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei,
Orange. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Okay. Zurück. Kann ich zurück? Okay, Türsteher. Bro, kann ich durch? Ich wollte mal den Code eingeben. Der ist bestimmt 1952. Harem Sarem. Harem Scarem? Ah, fast. Harem. Geht nicht auf. Alle guten Dinge sind drei. Schade. Okay. Man kann wohl auch von der anderen Seite das aufmachen. War gerade auch die Möglichkeit. Also kann ich da bestimmt irgendwie rein. Mhm. Hab's Gefühl, hier finde ich meine erste Karte. Wer kauft den Scheiß? Hm? 53, Chat. Mhm. Die netten Nachbarn. Die sind super. Die sind ganz, ganz nett. Du fragst sie, ob die noch ein Ei übrig haben. Wenn du noch was zum Backen brauchst, dann bringen die dir noch ein Ei. Mega nett. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Wieso muss es aber vloggen? Why? Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Epic Prank. Jacob! Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich glaube, ihr... Meine... Ja. Dass sie gesagt hat, dass sie Schluss macht, war, glaube ich, ein größerer Schock. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nichts? Was? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Okay. Ich glaube, hier muss ich aber lang, though. Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Ah, die Orientierung. Ja, doch. Hier muss ich lang. Jemand, der komisch mich anguckt? Nein. Okay, rare. Hm. Hier jetzt noch wo rein? Vielleicht? Wo führt die wohl hin? Versperrt. Wieder eintreten. Es geht wirklich. Oh, verdammte Scheiße! Oh nein. Bitte nicht gebrochen. Bitte nicht. Was ist mit deinem Fuß los? Oh nein. Schnauze. Oh.
Oh mein Gott, sag jetzt nicht, hier ist die das komplette restliche Spiel gehandicapt. Bitte nicht. Da. Bitte nicht. Wow. Imagine, die humpelt jetzt das komplette restliche Spiel über. Sieh sich das einer an. Okay. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Oh, was? Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Das reicht für eine Person. Aber USA, I guess. Was gibt's hier noch? Rucksäcke? Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh. So seltsam, okay. In diesem Lager. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. Okay, war das Action ein mit Blut tatsächlich ein bisschen komisch. Kann ich auch die Tür zufallen lassen und sie einfach den kompletten Rest in diesem Raum lassen? Oh, cool. Dann würde ja nichts passieren, I guess. Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Ja! 7739. Nehmen die mit. Okay. Fertig. Sind die wirklich mit? Das ist aber tatsächlich ganz gut. Super, dass in den USA einfach random ass überall Waffen rumliegen. Kommt uns mal zugute. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. So, hier ist noch was? Eine Karte. Aber nicht die, die die alte Hexe will. Die alte Hexe will so Wahrsagerkarten. Quote too high. Look for cheaper Ophon next time. Muss ich kurz mal übersetzen. Ich will das nochmal sehen. Ich weiß nicht, was Ophon ist. Text einblenden. Da steht aber nichts dazu. Ach so! Cheaper Option! Ach so! Ich habe Ophon gelesen. Option, Op. Das T-I als H gelesen. Oh nee! Ich wollte nicht immer drauf drücken! Das war aus Versehen! Stopp! Ich will es nicht mehr lesen. Es reicht. So. Da war ich schon, da war ich schon. Hier kann ich aber nicht rein. Doch, hier kann ich rein. Juhu, in dieses Gefängnisding gehen. Ja. Super. Aber nein, es kann ja nicht sein, dass hier drin nichts ist, oder? Außer, dass man da wieder raus kann. Als ob. Doch, hier ist nix. Jetzt mache ich da auf und dann geht hinter mir die Tür zu. Achtung. Doch nicht. Da war was. Habe ich nicht gesehen? Ganz hinten? Ich sehe gar nichts, es ist hier einfach nur schwarz.
Nee, da ist nichts. Nein. Ist nichts. Okay. So. Hat funktioniert. Wieso schreibt man sich den Code auf? Das ist legit ein vierstelliger Code, das kann man sich doch merken. Ja, okay, der Mann ist alt. Vielleicht nicht. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Oh, bitte nicht. Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Mm-mm. Feuerwerk. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Ich finde, Feuerwerk geht etwas gar zu weit. Gar keinen Fall. Was? Du hast eine Flinte. Was spricht dagegen Feuerwerk? Flinte dient dem Schutz vor Bären. Das Feuerwerk könnte einen Waldbrand auslösen. Mm-mm. Blöde Waldbrände. Ich hab gesagt, jetzt blöde Kuh. Ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Nice. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Super. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, butter pop. Pop, 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 I'm in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, süß. Du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Ja. Du wirst sie lieben. Buah. Oh mein Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay. Das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Heißt das nicht Schubskarre? Ladies first. Danke. Das heißt Schubkarre, oder? Wo lang? Aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, tatsächlich. Wenn ihr nicht alle reingeschrieben hättet. Hä? Schubskarre macht auch Sinn. Eigentlich. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast? Wie sind diese? Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal? Bizarr also, oder anal? Was ist der Kram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? I got you! Anal? Du Wortakrobat. So. Sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Wieso ist dieses Game so... Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung. So Meme-Danky, Alter. Okay. Waren die Entwickler auch alle 18? Ich meine, komm schon. Was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß. Er ist cool. War immer cool zu mir. Moment, ich möchte noch dieses Stück Salat essen.
Das ist ein Mülleimer. Das ist ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Keine Ahnung. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Mm, smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding. Ryan wird interessiert, steht da. Was? Wer ist dran? Hab nicht zugehört. Was hat die am anderen, der anderen Hörer gesagt? Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Hm. Man kann es ja nochmal versuchen. Jetzt ist nichts mehr dran. Jetzt ist echt bereit gewesen zum Flirten. Kann ich hier anschauen? Familienfotos haben wir vorhin schon gesehen. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Wieso weird? Na, oh, hallo, Geheimgang! Was ist das? Ui! Hörst du das? Mm. Ist das eine Falltür? Geheime Sex-Dungeon. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Mhm. Ja, ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Ja, Chat. Jetzt ist halt schon wieder die Frage, ne, was für Sex Dungeon, ja oder nein? Also realistisch gesehen sollte man da nicht runtergehen. Aber... Der Charakter fuckt mich überhart ab. Deswegen rein da. Achso, er! Oh nein. Oh nein. Ach, er ist runtergegangen. Gut. Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh. Ah. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Oh nein! Oh Gott! Oh nein! Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Saved. Alles gut. Ist der bequem, so will ich auch. Wieso wurde zweimal der Weg aktualisiert, als wir da runtergegangen sind, ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Hätte es da einen anderen Ausgang geben können? Alter, dieser Blick ist so creepy. Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja. Die Leiter ist jetzt kaputt, ist das so? Ja, Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Hab hingeschaut, sah doch gut also aus noch, oder? Also, soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Ich weiß nicht, ich hab's nicht genau gesehen. Wenn ihr sagt, die Leiter ist kaputt gegangen, dann kann das sein. Locker halt. Oh, Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind.
Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. I remember! Die zwei, die wir am Anfang gespielt haben. Die haben am Anfang gespielt, die kamen dann nie. Ich hätte gedacht, das hätte zu einer anderen Zeit gespielt, aber interesting, okay. Ey, wozu das Gewehr? Chris. Noch mehr Waffen sammeln. Mr. H meinte, es ist für Bären. Ich war schon beim Vornamen mit ihm. Bären? Hier? Mhm. Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ach so, ja. Die Bären wissen, dass da ein Gewehr ist. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt just gerade America an. Just America things. Wir gehen Party was, machen, weil vielleicht wenn, brauchen wir das okay. Für Selbstverteidigung. Sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Okay, hier ist noch was. Handys zum Laden. Geht das nicht irgendwie schneller? Ja, ich klar. Kann sie für dich anfeuern. Du das Handy los, einfach, ja. Schon. Ihr schafft das, Leute. Alter, ich finde den Typen so hart ätzend. Ich finde den so nervig, dass ich den gerade diesen Schlund runterschicken wollte, damit er unten stirbt. Aber ich wollte zum zweiten Mal, sage ich genau dieselbe Scheiße wie er. Er ist der dumme Analwitz. Und jetzt wollte ich gerade noch sagen, ja, kannst du ja anfeuern. Und genau in dem Moment sagt er das. Miese, miese. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Oh, man. Oh, man. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Die haben die actually Interesse aneinander. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die O-Gage? Handys? Ja, sie können sicher noch ein bisschen laden. O-Gage wäre so ein guter Emote, ah. Alter. Okay. Du gibst nicht O-Gage, sondern nur Gage. O-Gage wird so viel mehr Sinn machen. Dann wäre es O-Gage mit Gage. Oh, man. I'm sad. Yo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Ja. Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Was soll schon passieren, aber wehe, Cooles? In diesem Horror-Game? Ich spreche nichts, aber... Andi lachte. Du redest Blödsinn. Jedes Quicktime-Event bisher geschafft. Yeah. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Frische Sachen. Hey, vielleicht sollten wir... Wow! Krank, Junge! Cool! Ryan? Wow, was ist das? Oh mein Diese Gott! Diese Monitore, das ist das Camp. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann nicht. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher.
Six Monitors, die Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Teenager Sex im Wald haben. Halt. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H. auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn Monitor von 1903. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Kappen, also, Kappen, Yuki, da für die 4 Monate. Er ist nur vielen Dank. Hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widersprech dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Okay, wir schauen uns noch ein bisschen um hier. Definitiv. Safe Streamer. Safe Streamer. Okay, nicht so spannend. Sogar mit Mikrofon. So Leute, heute gebe ich euch eine Roomtour von meinem Setup. Postkarten. Oh. Von Max. Aber die kann ich nicht aufmachen. Okay. Und da hinten ist leider nichts mehr. Okay. Dann gehen wir mal raus hier. Wie wäre es, wenn der Typ wieder zumacht hinter sich? Was geht ab, Vanessa? Geht's zur Cam? Wir waren doch gerade bei der Cam. Die eine geht nicht mehr. Da passiert nicht wirklich was. Was war das? Wird schon nichts sein. Wird schon nichts sein. Clueless. Wird schon nichts sein. Geh nochmal zu den Cams. Nochmal. Oh, bitte mach's nicht. Jeder, der eine Gitarre sieht, immer, oder? Okay, hier ist sonst nichts. Gar nichts ist hier. Oh. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ibuprofen. Oh, ist unspannend. Er hat Zahnpasta. Was ein Creep. Ja, ich denke, das reicht. Lass gehen, oder? Wenn dann im Herbst die Schule losgeht, weißt du schon, was du als Hauptfach nimmst? Weiß noch nicht, Mann. Darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Hast du noch nicht entschieden, was du mit deinem Leben machst? Hey, sind die Handys voll? Ja, lass gehen. Nice. Das reicht. Vollgeladen. Wenn nicht wirklich, es sind 28%. Ja, wir gehen zur hey, Party. Fertig. Okay, cool. Gehen wir.
Danke. Wenn jemand anderes dein Handy am selben Ladekabel laden will und sagt, ja, dein Handy ist schon fast voll, und dann hast du so 18%. Ja, passt, ich mach meins jetzt dran, ja? Super, danke. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Was ist ein awkward Talk, Alter? Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Ganz sicher nicht zur Schattenlichtung. Wir gehen dem Felspfad lang. Gute Wahl. Auf zu dicken Stöcken. Dicke Stöcke? Ja. Ja, für das Lagerfeuer und so. Ich habe einen dicken Stock in meiner Hose. Reicht das Holz jetzt? Noch nicht. Okay, anscheinend sollen wir jetzt Holz sammeln. Dann auf geht's. Ist hier was? Nee. War das hier früher ein echter Steinbruch? Ja. Einige der Höhlen hier sind echt weitläufig. Ist wie ein Labyrinth da unten. Cool. Da freue ich mich später schon reinzugehen, Mensch. Richtig Bock. Quarzit ist ein nicht schiefriges, metaphorisches... Okay. Das wird nix. Das werde ich nicht lesen können. Hübsch hier. Danger, falling rocks. Ist das wirklich sicher? Was, hast du Angst? Nein. Hast du? Nein. Nein. Ich habe Angst. Hi. Wir gehen mal den leuchtenden schönen Weg und nicht den dunklen. Scammern übrigens, wie viel waren es? 100? Über 100 Enten? Das ist sehr cool, das ist legit sehr cool. Dann verzeiht man auch, dass die Grafik teilweise so... Au. Kann ich das nochmal sehen? Ah. Hey. 186 Enden. Das ist krass. Wir haben unsere erste Karte gefunden, Chat. Hätten wir uns rechts halten müssen, weil das ein Kreisweg ist? Fühlt sich auf einmal an wie Life is Strange mit der Musik. Yeah. Woo. Chillig. Ja. Juhu. Ja, ist ein Rundweg. Boah, ich glaube, ich habe eine Mücke im Zimmer. Shit. Alles gut. Ganz ruhig. Ich mach mal ganz kurz dazu. Mücke. Wo bist du? Weil ich will nicht, dass du mir immer in mein Bein stichst. Jetzt hab schon den ersten Stich. Ah, da oben. Hab ich dich. Wo bist du? Kein.
mal, was sie sticht. Ich nicht mehr. Ich glaube, das ist legit einfach ein Rundweg. Deswegen immer rechts halten, Freunde. Gut. Saved. Okay, da ist nix. Dann doch geradeaus, I guess. Wollen die nicht einfach nur Holz sammeln? Wieso gehen die so unfassbar weit weg zum Holz sammeln? Ans andere Ende der Welt einmal gehen. Fragst du dich je, wie es weitergeht? So, nach unserem Tod? Voll Depri, Mann. Nein, ich meine die Zukunft. Ja, schon manchmal. Andauernd? Also viel zu oft. Verstehe ich total. Manchmal versuche ich einfach loszulassen, weißt du? Hä? Na, okay, weird, was deep immer talks. Auch geschieht, sollte so geschehen. Vom Schicksal vorherbestimmt. Fest. Okay. Weiß nicht. Ich glaube, das ist so vorgesehen. Ich lass dir aber mal labern. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Wichtiges ist für unsere Storyline. Scheiß auf den, einfach labern lassen. Bequem. Wie das? Naja, wenn alles vorherbestimmt ist und man etwas Schlimmes tut, kann man sich immer rausreden mit: Hey, ich kann gar nichts dafür, es war vorherbestimmt und ich kann meine Handlungen nicht wirklich steuern, richtig? So habe ich das bisher noch gar nicht betrachtet. Ich meine, naja, es ist total okay, wenn du daran glaubst. Okay, aber wann geht der Horrorpart weiter? Nein, total. Ja. Okay, ist hier Holz? Hier würde ich gerne runtergehen. Ja. Na, ich guck hier mal. Ich nehme mir die Zeit, um hier zu gucken. Hier ist doch bestimmt noch was. Nein, okay, man kann da nicht lang. Kann man da echt nicht lang? Okay. Dann weiß ich wenigstens, dass ich nichts übersehen habe. Auch gut. Werden wir jetzt gerade beobachtet? Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Wow. Fängt jetzt an, das zu malen für 10 Stunden? Okay, I guess. Lass dir Zeit, ich stehe hier einfach. Sorry, Reflexion. Verspielt mal mich. Oh, mal mich. Oh, sorry, ich will das nur kurz zeichnen. Klar, sorry. Abby versucht, sich zu konzentrieren. Ich mach das nur kurz fertig. Lass dir Zeit. Unangenehm. Sie braucht so lange, dass er sich hinsetzt. Sonne ist fast untergegangen. Hey, hörst du das? Wildschwein. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal.
Da ist irgendwas. Oh nein. Süß, aber schnell weg. Nein, 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 schnell weg. So winzig. Ganz schnell weg. Oh mein Gott, mach's nicht. Don't do it. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist ja, Rip. So süß. Warte, bis du die Mutter siehst. Ja. Sachte. Sachte. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Körper sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Super. Mega. Nice. Woher soll ich denn wissen, wenn es sicher ist? Ach nein, das ist Rotz! Hä, das war doch noch da, das Vieh! Es war zu spät? Okay, und hast du es? Was? Ich dachte, du malst, wie ich von einem Wildschwein geküsst werde. Ah, ist alles gespeichert. Weil der rote Rand weg ist. Okay. There's no escape. Der Herzschlag weg, weil sie loslassen müssen. Ja, das lerne ich jetzt und mach's besser. In der nächsten unfassbar Gefahrensituation, wo ich wahrscheinlich von einem extrem aggressiven Vieh angeatmet werde, was mich tötet und mich ersticht, wenn ich es nicht richtig mache. Wir sollten zurückgehen. Also habe ich jetzt hier theoretisch verkackt. Heißt, hätte ich jetzt, wäre das jetzt eine Ernstsituation gewesen, hätte ich verkackt gehabt. Ja, perfekt. Gut, hoffentlich raff ich das nächstes Mal. Ich habe nämlich versucht, echt darauf zu achten, wann ich es machen muss, habe es nicht gerafft. Ja, das wird schon gleich. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Subway Surfer? Wir machen ein richtig schönes Foto jetzt, Chat. Man kann tatsächlich ausschließlich schöne Fotos machen. Gibt basically keinen Weg, ein hässliches Foto zu machen. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H. ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Ist auch nicht schlimm. Und, was geht hier so? Ist alles ready?
dem Baumhaus war Licht. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Ach Quatsch, wir werden voll in Kontakt bleiben. Oh mein Gott, wir machen eine Gruppe, wir hören uns immer wieder. Stimmung? Nein, Emotion, nächstes Sommer weißt sehen du? Wir uns wieder, apropos Leute. Stimmung sorgen. Wirklich. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Okay. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und dass sie die sehr gut gebrauchen können. Wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier... sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ist schon eine scheiß Idee. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, weißt du was? Ja, hast recht. Besser ist, ich gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Schön, geht klar. Jawoll! Okay, ich konnte es also nicht wählen. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Ja, man kann die auch Komm teilen, schon. Das stimmt. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Achso, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich dachte, das wäre die von wegen, mach das mal lieber nicht. Aber okay, dann war es wohl doch meine Schuld. Ja, freut mich, dass wir die ganze Aufmerksamkeit auf uns lenken. Das ist super. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, okay, Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Es war okay. Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Oh,
Ehrenmann! Richtig smart. Ja. Ja. Bist du zum Schluss gekommen? Spar dir das. Nee. Nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vorm Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Mhm. Okay. Auf was soll ich zielen? Das linke Ziel? Was jetzt genau? Die Melone oder die Gläser? Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Okay. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Schöner Schuss. Easy. Easy. Nur Glück. Easy. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, wir alle wissen, wie man eine Waffe nachlädt, oder? Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, pass doch mal auf die Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Schade. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Schade. Bam. Ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Ja. Easy, I guess. Hat sie getroffen. Und das war's auch mit unserer Munition, ja. Wir haben die komplette Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Super. Peter, danke dir für die 13 Monate Sub. Vielen lieben Dank. Kuss. Thank you. Okay, es ist dunkel inzwischen. Okay. Das ist eigentlich Neue nicht so Idee. Gut. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wahl der Pflicht. Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Hm. Okay, alles klar. Jemand fragt dich Ruf oder Ehre, dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Hm? Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre?
Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Gepennt? Hast du je mit irgendwem gepennt? Achso. Hey, schalt mal runter, Mann, das geht zu weit. Kommt schon, ich war nicht fertig. Hast du je mit irgendwem gepennt? Dylan ist wegen deiner Unterbrechung genervt. Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, okay, Ich hasse Wahl der Pflicht. Selber sich überlegen zu müssen, so Wahrheiten der Pflichten ist so schlimm. Ding, 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 zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ich will nicht in Gebüsch laufen müssen. Offen. Okay, okay. Dann lass doch mal hören. Klar doch. Du und Mr. Hackett. War ja klar. Was habt ihr in dem Büro gemacht? Ehrlich, ich brauchte einen Rat für die Hexe von Hackett's Quarry. Wir sprachen über sie, die Hexe. Oh, bitte. Joke repeating. Er bat mich, die Gruselstorys sein zu lassen. Du glaubst doch nicht daran, oder? Ich sehe die Dinge gern von allen Seiten, ohne Vorurteile und so. Gut, glaube ich, dass eine alte Geisterlady rumschwirrt und Menschen auffrisst? Jetzt frisst sie einen? Aber die Idee ist doch ganz lustig, nicht? Lass dich nur nicht heute Nacht fressen. Das wäre ein echter Stimmungskiller. Gib mein Bestes. Nice. Wir versuchen's. Okidoki. Wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Fast alle waren noch nicht Guter dran. Punkt. Jacob. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre. Ehremann, komm schon. Okay. Ehremann. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes, ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Schön, Veto. Wisst ihr was? Leck mich doch. Okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich da. Ach doch. Emma. Ehre. Emma, also du küsst Jacob. Oder? Oh. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine Sache. Gute Idee. Alter, dann nehmen wir das mal schon. Ich nehme Nick. Wie asozial. Sie breakt den Bro-Code. Im Ernst jetzt? Der arme Jacob und die arme, das arme Girl, alle Armen. Es reicht. Es reicht! Danke, asozial. Nick. Das ist schon asozial. Er ist gut. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl
Mal ja, das war ihm. Echt wert, das Auto zu sabotieren, oder? Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Ja, nice, I guess. Die beiden Blutigen? Verdammt. Wieso sah der so komisch aus? Was hatte der am Kopf? Jetzt kommt die alte Frau wieder, oder? Ja. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Hi. Dann sag, was bringst du mir mit? Hab eine Karte. Der Gehängte. Der Gehängte steht für das Aufgeben. Er gewinnt dadurch eine neue Perspektive. Sieh ganz genau hin und denk daran, dass manchmal die Welt erst Kopf stehen muss. Denn sonst lässt man nie los. Doch das sind nur Worte. Ich weiß noch so viel. Willst du lernen? Mehr sehen. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Pass auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Okay. Verstehe ich nix. Hab ich gar nichts verstanden jetzt. Gar nichts gerafft. Schön allein im Wald rumlaufen, oder Chad? Das ist richtig geil, oder? Mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Natürlich. Erstmal verlaufen. Ich glaube, an dem Part würde ich für heute aufhören, Chad. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Weil bis zum nächsten Kapitel zu spielen wäre wahrscheinlich zu lange. Deswegen denke ich, passt das für heute. Und... müssen wir noch Sport machen heute.